Gut und willkommen, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei uns bei Tramps and Stories, heute mit dem Whisky-Bubbler und mit... Mit Markus, schönen guten Tag. Genau, wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann seht ihr natürlich unten auch unsere Logos, Whisky-Bubbler, Whisky-Cues. Bei dir kann man auf einem Blog einschalten und kann schöne alte Verkostungsnotizen über spannende Tropfen sehen. Bei mir oft in Videoform und wenn wir uns beide treffen, dann in Videoform. Aber wir können auch viel reden, als könnte es ein bisschen Textform sein. Also wir haben auf jeden Fall Spaß. Ja, und ich kann auch was schreiben. Genau, ich blende das dann jetzt nur noch im Text ein. Wäre auch mal ein spannendes Experiment. Wahrscheinlich viel zu viel Aufwand. Wir haben wieder Geschichten dabei und heute haben wir unsere erste Geschichte dabei, wenn man das so sagen darf oder kann. Und zwar der erste Whisky, den wir uns gekauft haben, den wir probiert haben. Bei mir, ich starte mal, man sieht es vielleicht hier hinten schon ein bisschen, Glenlivet 12 Jahre. Ja. Und das Schlimmste an dieser Flasche ist eigentlich folgendes. Ich habe mir damals die nochmal gekauft und die hat so komisches Krebsband da drin und jedes Mal fummel ich das rein und raus. Ich glaube, ich bin kurz davor, das wegzuschmeißen. Fürs Video tue ich das jetzt einfach mal so an die Seite, mache das später in Ruhe. Das kriegt man nämlich nie so rein. Mittlerweile sieht die Flasche auch ein bisschen anders aus. Die hat ein Logo, Design, Rework und so weiter. Ist jetzt nicht so mega alt, klassisch, 12 Jahre, 40% Farbstoff, alles, was man oft meidet. Oder auch nicht. Ich glaube, da sind wir beide relativ offen. Wenn das Produkt schmeckt, kann es auch gefärbt und sonst. Natürlich, wenn man die Transparenz hat, ist es schön. Ich stelle den einfach mal hier an die Seite und damit habe ich angefangen. Also das war nicht mein erster Whisky, aber das war der erste Whisky, den ich mir gekauft habe. Und hier war es so, als ich damals gestartet habe mit Whisky, wurde ich ja von meinem Schwager oder Ex-Schwager damals auf die Whisky-Messen geschleppt. Und habe verschiedene Sachen probiert, habe rauchige Whiskys, dachte so, es geht gar nicht, ja, rauchige Whiskys, trink du mal leer. Und, aber trotzdem hat mich diese Messe fasziniert. Also neben Whiskys verkosten, ein paar Guinness, schönen Abend, gesellig, habe ich gedacht, ach komm, Whisky musst du dir mal in Ruhe zu Gemüte führen. Ich bin ja so ein Analytik-Typ, setze mich dann zu Hause hin und probiere mich das Thema irgendwie so anzueignen oder so mich damit auseinanderzusetzen. Dann haben wir diese Flasche gekauft, genau diese war es, weil ich quasi kurz danach, nachdem ich die geöffnet hat, relativ zeitnah auch einen Blog gestartet habe, so dass ich quasi die gleichen Chargen noch bekommen habe von der Flasche. Auch gedacht, ist es exakt diese Flasche, nein, die du damals gekauft jetzt hast? Jetzt könnten wir die Diskussion, ist es dieselbe oder die, okay. Die gleiche? Also hast du das genau diese damals gekauft oder hast du die, die du damals gekauft hast, schon ausgekauft? Nee, das war 30.07.2014. Aber die ist zu. Die ist zu. Ich habe meine schon ausgetrunken. Ja, okay. Ich habe mir quasi noch eine gekauft aus dem gleichen Laden, aus dem gleichen Regal. Und die haben mich ganz schön Bottle Codes gleich zweimal drauf gemacht und habe den damals gekauft. Und dann habe ich den probiert und wollte so Whisky schmecken. Und ich glaube, habe den Whisky, habe mir den jetzt eingeschenkt. Hier habe ich einen, der 97 gebottelt war, also ein bisschen vor der Zeit. Hier hat einfach den Charme. Ich habe den Glenlivet 12 Jahre von 97, wenn man das zurückrechnet, ist der ja von 85 sehr wahrscheinlich, ja, weil das hier am 2. November ist und ich bin 85er Jahrgang. Das ist so der Link zu diesem alten Glenlivets und da habe ich hier so eine alte Probe, aber ich habe den schon probiert. So viel auseinander sind die jetzt nicht geschmacklich. Also der ist ein bisschen älter als die Abfüllung dahin, aber das Ereignis war damals, ich setze mich hin, ich kann es mir noch erinnern, ich saß im Wohnzimmer, schenk mir diesen Whisky ein, probiere ihn und denke mir, boah, 40 Volumenprozent hat ganz schön viel Alkohol, das brennt ganz schön. Das war so mein Effekt. Und irgendwann kommt man über diesen Punkt hinaus und wenn man hier so reinriecht, kriegt man schon so helle Früchte. Hier ist jetzt noch so ein bisschen was Metallisches, würde ich sagen. Ein bisschen so Stroh und Frische. Fandst du den damals gut? Ich fand den damals echt spannend und gut, ja, hat mir geschmeckt, weil er hat neben dieser alkoholischen Note, die ich hatte, die musste ich erstmal so wegtrinken und dahinter habe ich dann auf einmal so helle Früchte. Und was ich dann gemacht habe, ist mir einen Glenfiddich 12 gekauft, quasi zwei Tage später, weil ich dachte, nur den verkosten, habe ich den, glaube ich, dreimal verkostet, so nach dem Motto, dann am nächsten Tag nochmal und dann so, jetzt musst du irgendwie eine Vielfalt reinbringen, bin in den Supermarkt, der damals noch, und habe mir quasi den Glenfiddich 12 gekauft und habe mich dann so hingesetzt und habe die dann beide verglichen und meinte so, beide Alkohol. Und dann hinter diesem Alkohol, dann so, ja, da sind diese Früchte. Und damit bin ich dann so eingestiegen. Und dann relativ schnell habe ich das dann auch
irgendwie so Videos geguckt und alles, und gedacht, ach komm, ich will so ein Portal entwickeln, ich bin ja Programmierer, und da brauchst du Content, komm, verkost einfach mal was vor der Kamera. Und dann Spaß dran gefunden und dann habe ich gedacht, ach komm, irgendwann bist du halt zum Freak geworden, hol dir die Flasche mal. Und dann hat es nicht lange gedauert, 1-2 Monate, habe ich gedacht, komm, hol dir nochmal was von diesem Clinlivet, weil der war dann irgendwann leer. Aber dann habe ich den nie aufgemacht und deswegen habe ich noch eine Restflasche. Weil ich fand den damals schon gut auf deine Frage, aber heutzutage würde ich sagen, war jetzt nicht der beste Kauf, sich den nochmal zu kaufen. Man hätte auch was anderes holen müssen, aber es ist so dieses Anfängergehen. Ich kaufe das, was ich kenne. Ja. Ich bin gespannt, deswegen habe ich gefragt, wie du ihn fandest, wie du ihn jetzt findest, weil sich ja das doch so ein bisschen verändert, wie man die Whiskys so wahrnimmt und der Geschmack. Ja gut, das ist jetzt halt leider nicht genau der gleiche. Es ist jetzt 2014, der wurde jetzt 97, also ist quasi die Charge davor, so grob. Ja. Probier mal, also die Nase ist okay. Ist jetzt old, nicht so mega ab, aber ich habe was Passendes fürs Pröbchen gesucht. Weil interessant wäre ja auch mal zu wissen, wie du, wenn du sagst, du hast dir gern Fittich 12 geholt, also so weit liegen die ja jetzt nicht auseinander, ob du da einen großen Unterschied gemerkt hast oder nicht. Ich müsste mir mal wiederholen. Ich fand den Glenfiddich damals ein bisschen fruchtiger. Der hatte so ein bisschen mehr helle Früchte, ein bisschen intensiver in so Orange oder so gehen. Aber beide sind ja vom Spektrum eigentlich keine Whiskys, die ich unbedingt jemand empfehlen würde, wenn ich ehrlich bin. Also wenn mich jemand nach Einsteiger-Whisky fragt, würde ich die nicht unbedingt empfehlen. Man kann sie empfehlen. Also auch hier, da kommt so ein bisschen Frucht, ein bisschen so eine frische Note, leichte Wiese, weg. Also da ist wässrig. Ja. Da fehlt einfach alles, was so ein Whisky transportieren kann. Und dann wahrscheinlich, ich schmecke jetzt null, dass der alkoholisch ist. Das liegt einfach daran, dass die Zunge sich natürlich mittlerweile daran so extrem gewöhnt hat. Man müsste jetzt mal wahrscheinlich 3 Wochen, 4 Wochen keinen Alkohol oder keinen Whisky trinken und den als ersten Whisky danach probieren. Und selbst dann wird das nicht so extrem sein wie das, was man erwartet wahrscheinlich. Vielleicht liegt es jetzt auch ein bisschen an der Abfüllung, aber das ist natürlich nicht spektakulär. Ja. Deswegen habe ich die Flasche auch zu. es gibt noch einen anderen Blogger tatsächlich, der den mit als ersten verkostet hat. Der hat sich dann irgendwann mal so eine Pulle geholt und war quasi froh, dass die dann wieder leer war, so nach dem Motto. Also ich glaube, das Ergebnis bleibt das gleiche, aber mal schauen, was damit passiert. Wir hatten ja schon öfters über die Flaschen. Das ist so eine Typ, also ich glaube auch heutzutage ist es noch eine typische Einsteigerflasche und ich denke mal für die Zwecke auch durchaus geeignet und ich meine, es ist ja auch eine schöne Erinnerung. Also schlimm wäre ja, wenn du mal eine Erinnerungsflasche hast, die so gut ist, dass du sie auf der einen Seite eigentlich behalten möchtest, weil es eine Erinnerungsflasche ist, aber auf der anderen Seite ist sie so gut, dass du sie unbedingt aufmachen möchtest. Und das Problem hast du beim Glenlivet 12 jetzt nicht. Ja, den kannst du einfach aufheben und dich dran erfreuen, ohne dass du ihn unbedingt aufmachen möchtest. Man könnte jetzt eine Flasche aufmachen, in Portionen füllen und sozusagen die leere Flasche ja noch behalten. Wäre noch eine Option, aber irgendwie ist das nicht das Gleiche. Ne? Und eine Living Bottle draus machen. Ja, und eine Living Bottle. Also für jeden, den das nicht sagt, müsst ihr das Video davor einschalten. Aber ich würde sagen, ich gehe mal weiter. Mein Glenlivet ist leider nicht so spektakulär. Die Geschichte ist schön. Ich freue mich immer wieder. Ich habe immer wieder diesen Wohnzimmer-Moment, wie ich da, man muss dazu sagen, mein Wohnzimmertisch war damals total stylisch, weil wir haben so einen Gartentisch gekauft, der aus so einer Glasplatte besteht und haben den einfach als Wohnzimmertisch damals genommen. Und das ja, war nicht so toll, aber das war damals so dieses Erlebnis. Ach, schön. Ich kann mich genau daran erinnern, wie ich dann den mit dem Glenfiddich verkostet habe, zwei Tage später. Das ist eigentlich der Moment, der hängen geblieben ist. Ja. Nicht nur der Kauf dieser Flasche, sondern... Und das macht ja den Whisky dann auch irgendwo groß, ne? Diese Erinnerung, die du daran hast. Also mein Whisky ist ähnlicher in Anführungszeichen. Angefangen hat alles mit diesem Buch hier. Leider habe ich den Umschlag nicht mehr. Das ist ein Buch von Dave Broom. Das Whisky-Handbuch. Ja, rausgekommen im Jahr 2001. Damals habe ich es mir auch gleich gekauft. Und eigentlich nur deswegen, weil ich war ja zur damaligen Zeit sehr im Weinbereich unterwegs und war schon immer fasziniert von Büchern und vor allen Dingen auch von Büchern mit tollen Abbildungen von
geilen alten Flaschen und so, ne? Fand ich immer ganz toll. Und da dachte ich mir, irgendwann bin ich auf dieses Buch gestoßen und dachte, kannst du ja auch mal ein Buch mit anderen Sachen außer Wein kaufen. Und bin eben auf dieses Buch gestoßen und habe das durchgelesen. Und irgendwann bin ich dann auf dieser Seite hier hängen geblieben. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Also ich kann es erkennen. Und zwar ist da der Craigenmore 12 Jahre abgebildet. Und aus irgendeinem Grund fand ich diese Abbildung mit dieser Flasche so toll. Und die hat so für mich damals, ohne dass ich jemals einen Whisky getrunken hatte, so dieses verkörpert, weißt du, so wenn du eine Flasche Wein hast, die trinkst du aus und dann ist sie weg und dann meistens an einem Abend und naja, schön war's, aber das war's auch. Und bei so einem Whisky, da hast du dann einen kleinen Schluck und dann zelebrierst du das und dann hast du so eine tolle Flasche, gerade mit so einem schönen alten Label hier. Und dann nimmst du nur kleine Schlucke, also so stellt man sich das ja mal vor. So, und daraufhin habe ich mir dann damals, also Anfang der 2000er, diese Flasche gekauft. Und ich halte sie nochmal hoch, das ist sie tatsächlich. Also es ist nicht mehr die, weil die damals habe ich aufgemacht. Ich habe sie mir dann aber immer mal wieder nachgekauft. Mittlerweile gibt es die ja nicht mehr, beziehungsweise sieht sie anders aus und vor allem schmeckt sie auch anders. Mhm. Allerdings die ersten Erfahrungen mit diesem Whisky waren alles andere als erfreulich, denn ähnlich wie bei mir fand ich diese alkoholische Note furchtbar. Vom Wein kommend, ja, maximal 14% und jetzt 40%. Und dann auch noch, also Craigenmore damals, also heute ist das ja ein sehr gefälliger, fruchtiger, ganz leichter, ein bisschen nichtssagender Whisky. Aber damals war das ein sehr charaktervoller Tropfen, der tatsächlich auch noch ein bisschen Rauch hatte. Und also ganz Feinrauch allerdings. Und ja, und das war für mich so anstrengend, dass ich also ewig gebraucht habe, bis die Pulle leer war. Und ich mir so dachte, kaufst du dir nicht mehr nach. Habe ich dann, wie man ja sieht, trotzdem noch gemacht und irgendwann habe ich mich auch dran gewöhnt. Aber die Tasting Notes, um mal Dave Room zu zitieren, er schreibt, eine komplexe aromatische Nase aus frischer Frucht, Heidehonig, Bleistiftspänen, süßen Malz und einem Hauch von Rauch. Am Gaumen verfließen ständig wechselnde Aromen herrlich. 5 Sterne. Fand ich einfach toll. In Kombination mit dem Bild, deswegen habe ich mir gekauft. So viel dazu zu meinem ersten Whisky. Bevor du das Buch weglegst, was ich ganz spannend finde, auf dem Eimer steht Whisky mit EY geschrieben. Ja, das liegt daran, dass da eben auch nicht nur schottische Whiskys drin sind, sondern auch irische Whiskys, kanadische Whiskys, amerikanische Whiskys, also alles Mögliche. Deswegen eben in Klammern mit E. Also von ihm sieht man ja gar nicht mehr so viel Bücher, sage ich mal so. Gehypt werden eher die klassischen Autoren. Aber er ist natürlich auch jetzt mit dieser neuen Dokumentation und so weiter, die da ja kommen soll, einiges. Ja, gibt auch schöne Verkostungen mit ihm auf YouTube, sich zum Beispiel anzugucken, finde ich sehr spannend. Und ja, toller Typ auf jeden Fall. Das, was ich jetzt hier im Glas habe, ist nicht der Craigenmore, weil die Flasche, wie ihr gesehen habt, habe ich nicht offen. Aber ich habe einen anderen Craigenmore im Glas. Auch eine tolle Abfüllung, auch eine Originalabfüllung von Craigenmore, und zwar ein 10 Jahre alter, der im Jahr 2004 auf den Markt gekommen ist, war eine Special Release Abfüllung, und zwar mit 60,1 Volumenprozenten, 10 Jahre alt. Und das ist auch eine sehr schöne Abfüllung, sieht man ab und zu nochmal auf verstaubten Ladenregalen stehen, wenn man Glück hat, und ist auch immer, wenn dann noch zum ganz guten Preis zu kriegen, und bietet unheimlich viel dafür. Und Craigenmore hatte ja früher eben wie sehr, einen deutlich malzigeren Ton, deutlich rauchigeren Ton, so ganz dezenten. Diese Heidekrautnoten, die Dave Froom erwähnt hatte, findet man ja auch drin. Und hier bei dieser Variante ist nun alles ziemlich konzentriert und ziemlich, ziemlich intensiv, auch natürlich angesichts des hohen Alkohols. Aber wenn man das Ganze jetzt runterverdünnen würde auf 40% oder zumindest annähernd, dann kommt man ein bisschen in die Geschmacksgefilde, die Craigenmore früher hatte und die ihn wirklich unheimlich komplex und auch unheimlich charaktervoll gemacht hat, was er heute zumindest in der Standardabfüllung deutlich verloren hat. Slange? Ja, lass ihn dir schmecken. Also Craigenmore, wir hatten es da vor dem Video schon, also es ist gerade so eine Brennerei, wo ich tatsächlich eher in den Unabhängigen suche. Ich hatte aber den auch schon im Glas und fand den echt toll. Da bin ich mal gespannt, was du jetzt da gleich sagst, weil der ist schön. Das ist natürlich kräftig. Ganz, ganz, ganz tolles Teil. Unheimlich schöner Holzeinfluss. Für die 10 Jahre sehr viel. Süß. Sehr nussig auch.
Und dann gerade so im Nachgeschmack merkst du halt eben so diese kräutrige Note, was finde ich Cragmore heute total fehlt. Und diesen ganzen, ganz, ganz dezenten, ganz feinen Rauch, diese feine holzige Note auch mit dabei. Ganz, ganz tolles Teil. Bei der Gelegenheit fällt mir übrigens ein, dass der Cragmore 12 Jahre Fassstärke, der jetzt als in der letzten Special Releases Abfüllung rausgekommen ist, den muss ich sagen, fand ich übrigens sehr, sehr schön. Und der hat ja starken Rauch, da haben sie ja extra getrocknetes Malz genommen für diese Abfüllung. Und das steht Cragmore unheimlich gut. Also gerade diese feine Rauchnote ist ganz, ganz toll und sensationell. Also fast schon so ein bisschen in die Highland Park Richtung gehend, gerade in der Kombination mit diesem bisschen Heidekrautnoten und diesem feinen Rauch. Sehr, sehr schöner Whisky. Ja, also den habe ich auch probiert bei einem Freund einmal und muss auch sagen, ich war sehr positiv überrascht. Damals hieß es so, Cragmore, so der erste richtige Rauchige, da fangen sie wieder an. Wenn man das jetzt so hört, wirkt das erstmal nicht so, aber da haben sie halt richtig Rauchmalz genommen und da früher auch, aber irgendwie keine Angaben. Es muss ja irgendwo herkommen so ein bisschen. Ja. Es ist jetzt schon, also es war auch rauchiger. Nicht so intensiv. Also genau, ich wollte gerade sagen, der neue jetzt, dieses Special Release ist ein bisschen extremer. Aber schön, also es ist wirklich eine Brennerei, die, so schön man sagen kann, ein bisschen unterm Radar fliegt und schöne Produkte hat auf jeden Fall. Wenn du jetzt deinen ersten Cragmore, der ja so eine Entwicklung hatte von gefällt mir gar nicht, kaufe ich nicht mehr nach mit, schade, warum kann ich jetzt nicht 4 Flaschen davon mir nochmal ins Regal stellen? Genau von dem, weil die neuen anders sind. Was ist da so anders? Der Rauch ist weg? Die Kräuternoten sind weg? Ja, genau, es hat einfach diese charaktervollen Noten nicht mehr. Ich fand, der war damals wirklich ein sehr, sehr charaktervoller Whisky. Wenn man noch frühere Abfüllungen probiert, die dann also diese Abfüllung, die ich damals gekauft habe, war, wie gesagt, von Anfang der 2000er, wenn man dann Abfüllungen, die noch 10 Jahre zurückliegt, trinkt, die sind noch, sagen wir mal, noch charaktervoller und noch komplexer. Aber was das Schöne bei dieser Variante hier ist, dass da so ein bisschen leicht moderner Touch mit einer leicht modernen Holznote mit dazu kommt, aber ohne diesen etwas kantigen Charakter von Cragmore komplett zu überdecken. Und aus meiner Sicht ist es heute eben in die Richtung gegangen, dass eben da schon das moderne Holz den eigentlichen Charakter von Cragmore überwiegt und der eben nicht mehr durchscheint. Und deswegen mag ich den 12 Jahre alten Fassstärke, der jetzt neu rausgekommen ist, auch sehr gerne, weil man eben da irgendwo wieder einen sehr individuellen Charakter findet, was da wahrscheinlich auch ein bisschen dem Holz mit, dem Rauch mit geschuldet ist. Aber ich finde das eine sehr spannende Sache und ich würde mir tatsächlich wünschen, Cragmore 12 mit einer etwas dominanteren Rauchnote, wie gesagt, vielleicht à la Highland Park oder vielleicht auch à la Ben Romach, finde ich immer ein sehr schönes Beispiel für Whiskys mit einer leichten Rauchnote. Macht den Whisky gleich viel komplexer, viel interessanter. Wäre, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Also ist auf jeden Fall schöne Erinnerung auf den ersten Whisky. Ich finde es super interessant, deinen Weg auch zu hören. Ich denke, die anderen, die jetzt alle zuschalten, auch einfach dieses, jeder hat so seine eigene Geschichte und ich glaube, jeder kann auch mal gerne seine Geschichte in den Kommentaren teilen, dann können wir uns die auch mal durchlesen. Video könnt ihr ja leider bei YouTube nicht zurückposten. Das wäre eigentlich auch eine coole Funktion, aber es ist einfach spannend. So der ein oder andere setzt sich hin wie ich und kauft sich einfach Whiskys und sagt, ich will jetzt Whisky kennenlernen, weil er irgendwie angefixt wurde vom Kumpel. Bei dir ganz spannend, irgendwie, du kommst aus der Weinszene oder hast dich für Wein interessiert und kaufst dir auf einfach mal ein Whisky-Buch und dir tut dieses klassische Marketing-Thema, wenn ich es mal so böse nennen darf, so, da gefällt mir eine Flasche. Ich meine, Cragmore ist jetzt nicht so bekannt für das stylischste Hipster-Produkt, aber trotzdem dann so vielleicht diese Nostalgie oder so. Und absolut. Man kennt dann immer wieder die Geschichten von dem einen oder anderen. Das ist einfach schön, diese zu teilen. Von daher lasst uns doch eure wissen und ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne, spannende Einblicke in unsere Geschichten. Und wenn es wieder Tramps and Stories heißt, demnächst gibt es wieder was Neues. Also schaltet demnächst wieder ein. Vielen Dank, bleibt gesund, bis demnächst. Bis dahin. Ciao. Outtakes. Genau. Ab in die Outtakes. Ich wollte dir schon verriechen, aber... Also du siehst es nicht, ich tausche uns doch immer einmal. Ich wollte gerade sagen, ich bin immer oben.